Zum wiederholten Male waren in der Nacht von Sonntag, den 24. August, auf Montag in der Gemeinde Obertraubling Graffiti-Sprayer unterwegs und richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 bis 20.000 Euro an. Es wurden ca. 15 Objekte beschmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen die Vandalen durch die gesamte Gemeinde Obertraubling. Es sind Anwesen in der Mühlfeldstraße, Landshuterstraße, St. Georgstraße, Josef-Bäumel-Platz, Ulandstraße, Walhalla-Straße sowie in Piesenkofen beschmiert worden. Unter anderem die Kirchenmauer der Pfarrei Obertraubling. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde der Neubau des Autohauses Dressler. Das Autohaus Dressler setzt für die Ergreifung der Täter eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling unter der unten eingeblendeten Telefonnummer entgegen.